ganz besonderen Kniff, eine Erfindung zu machen, wie es sie noch nicht gab. Sowas mit ganz besonderem Pfiff. Aus einem Schneckenhaus ein Flötenventil, eine Harfe mit Klavier, Tastatur und ein Horn, ein Posaunen zum Verschick und ein Spiel. Und eine patentierte und eine feinartierte und eine ausstaffierte, krümkarierte, ziselierte, kirschkarose Kuckucksuhr. Seht ihn euch an, Herr Adolf Sachs, jeden Mann, der eines Tages versagt, so wohl erfahrend. Die Erfindung, mit der ihm dann der Durchbruch gelang. Und jetzt fängt die Geschichte an. Ich habe in Hildesheim an der Universität Hildesheim studiert, Kulturpädagogik. Das ist ein Studiengang, der vermittelt zwischen kulturellen Einrichtungen und den Rezipienten, den Zuschauern, und sich Gedanken macht, wie Kultur sich vermitteln lässt. Und als mich dann Mattes vom Binderker Saxophon Quartett ansprach, ob ich nicht jemand kenne, der das helfen könnte, die suchen jemand, der ein Stück mitkonzipiert und aber auch am besten spielt, dachte ich, oh, naja, doch, das mache ich doch selber. So kam das zustande. Also, das ist schon eine Weile her. Also vor 8 Jahren ist das Stück entstanden in Zusammenarbeit mit unserem Regisseur Thomas Philipsen. Der hat da auch maßgeblich mitgeholfen, das zu entwickeln. Weil viele Sachen wir auch, vieles ist sozusagen schriftlich im Vorfeld entstanden, wie wir das ungefähr aufbauen. Aber viele Sachen haben wir auch entwickelt und gefunden. Einige Sachen haben sich entwickelt im Zusammenspiel mit den Kindern, mit den Zuschauern. Ah, eine Trompete. Ah, zum Durchgucken. Aha. Ein Telefon. Gab es damals schon Telefone? Nein. Was ist das? Ah. Ah, das kenne ich. Wer hat sowas auch in seinem Flötenkasten? Ach, guck mal, hier sind noch mehr Sachen. Ah, ein Puzzle. Viel teilen. Ah, jetzt habe ich's. Wieso? Ach, eine Flinte. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Und wie heißt das? Nee, eine Klarinette. Er durfte Klarinette lernen. Man darf sich bei Kindern keine Aussätze erlauben. Kinder müssen wirklich bei der Sache gehalten werden und man muss sie wirklich versuchen, in einen Bann zu bekommen, in eine Geschichte zu verwickeln, weil sie sonst sofort einen spüren lassen, dass es langweilig ist oder wenn die Geschichte sie nicht packt, wenn die Musik zu lang ist. Deswegen haben wir bei allen Produktionen auch immer mit Kindertheaterregisseuren zusammengearbeitet. Wie geht ihr dann ab danach? Weil... dann ist ja Quatsch, dann machen wir doch anders. Martin rüber. Ja, weil es macht Sinn, dass ich den kurzen Weg hier mache. Weil es ist ja so eng durch. Okay. Ja, dann müssen wir das dem Martin sagen. Was denn? Nee, den müssen wir gar nicht sagen. Du gehst einfach weiter durch. Ja, wenn die hier raus. Als ich klein war, da gab es Peter und den Wolf. Das war klassische Musik für Kinder. Das hat man dann in seinem Leben einmal gemacht und damit war das dann abgehakt. Und das finde ich sehr toll, dass es heute die kulturellen Einrichtungen begriffen haben, dass es wichtig ist, dass ein junges Publikum die Vielfalt und diesen Reichtum von Musik kennenlernt, schätzen lernt. Einfach auch, um eine Rechtfertigung zu haben, warum solche schönen Einrichtungen sind, dass die nicht leer stehen. Also das ist uns wichtig. Und wir haben jetzt zum Beispiel mit einer Förderung vom Land Nordrhein-Westfalen auch eine Tour gemacht, dass wir durch ganz Nordrhein-Westfalen in Städte gefahren sind, wo es keine Theater, wenig kulturelle Einrichtungen gibt, wo wir dann in den Grundschulen Theater gemacht haben und eben dieses Stück mitgebracht haben, dass Kinder auch diese Form von Kultur erleben und wahrnehmen können. Musik.
gedacht, ich war total aufgeregt. Also ich habe gedacht, so ein Riesenkonzert mit tausenden Menschen. Aber dann war es doch klein, übersichtlich und sehr schön. Und da hat man auch viel über halt die Saxophongeschichte erfahren und über die Saxophone. Kindern zu spielen, Kinder sind ein sehr, sehr viel ehrlicheres Publikum. Also sie sind knallhart. Wenn da irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas nicht gut gefällt, dann wird das nicht beschönigt, sondern die bringen das sofort raus. Und das ist also so ein Messpegel, ob Musik gut ankommt, ob Wärme drin ist, ob irgendwas funktioniert oder nicht. Von daher ja, ist es auch immer sehr, sehr gut vor Kindern zu spielen, um ja, so die eigene Qualität oder die Qualität des Stückes auch festzumachen fürs Maximum. Gängiges Kindertheater in allen Facetten natürlich. Das hat auch seine eigenen Bühnen. Das ist auch, glaube ich, ganz gut präsent. Aber dieser Konzertbereich ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil entweder sind es Schauspieler, die dann auch irgendwann während eines Stückes mal ein Instrument spielen, oder aber es sind Kinderkonzerte, wo eigentlich kein wirklicher Schauspieler dabei ist. Das sind dann eher Erzählkonzerte, wie man die von Peter und der Wolf kennt. Das kennt jeder aus dem Stadttheater. Peter und der Wolf, Karneval der Tiere und die üblich Verdächtigen. Und wir bringen im Prinzip beide Genres zusammen. Schauspiel und Musik, bearbeitet dann durch einen Regisseur. Und die ganze Musik ist live. Also man hört sehr viel Musik, aber man erlebt auch eine spannende Geschichte. Nicht nur knarren und nerven, sondern auch schön klingen. Singen! Ich habe mich sehr gefreut zu erfahren, dass es eben heute ein für uns ungewöhnlicherer Veranstalter ist, also dass sozusagen Jazzveranstalter das auch erkennen, dass es wichtig ist, ein junges Publikum zu erreichen, auch Familien mit Kindern. Also das, ich finde das super. Also ein Haus, was man als Kind schon mal betreten hat, da geht man vielleicht als Erwachsener wieder hin. Und auch jetzt als Vater von einer kleinen Tochter kenne ich das auch. Ich finde das immer schön, wenn was angeboten wird für eine Familie, dass man was zusammen erleben kann. Und wenn das dann besonders gut ist, das ist natürlich toll. So freue ich mich, dass das hier so gut angelaufen ist und wünsche auch allen da viel Erfolg, dass das gut angenommen wird und besucht wird weiterhin. Zeit und Vermögen schon zufrieden zu sein, mit dem, was ihm das vorgefunden Boot.
Laternen schreien. Anstatt sich abzufinden, sich niemand imaginieren und sich befragen, wie wir suchen, wen und daraus eine Lösung finden. Dieser Erfindungsgeist so maßenlos und wert, was Besseres zu kreieren als zuvor. Und die Hoffnung, mich aufzugeben, wenn's mal nicht passt, das haben wir heute noch im Ohr. Thank you.